die Sims 4 geholt, hast aber keine Ahnung, was du spielen sollst, dann bist du hier jetzt genau richtig. 10 lustige und dramatische Gameplay-Ideen für Familien. Erstens, Affäre mit dem gleichen Mann. Erstelle eine Familie, die aus Vater, Mutter und Tochter besteht. Die Tochter ist eine junge Erwachsene, wohnt aber noch zu Hause. Und eines Tages bekommt die Familie einen neuen Nachbarn. Der Nachbar ist gut aussehend, fit und sehr freundlich. Und jetzt wird es spannend. Denn sowohl die Mutter als auch die Tochter fangen heimlich eine Affäre mit ihm an. Die Tochter hält es geheim, weil er um einiges älter ist als sie. Und die Mutter, naja, die hält es geheim, weil sie ja eigentlich verheiratet ist. Aber wir legen natürlich noch eine Schippe drauf. Die beiden werden nämlich ungeplant schwanger von dem Nachbar. Wie geht das Drama jetzt wohl weiter? Zweitens, entführt. Erstelle einen Sim, der Kinder über alles liebt, aber selber leider keine bekommen kann. Deswegen beschließt sie eines Tages, dass sie das Baby ihrer Nachbarin entführen will. In einem unbeobachteten Moment schnappt sie sich den Säugling und rennt damit so schnell sie kann weg. Sie zieht das Kind nun in einer anderen Stadt mit einem anderen Namen als ihr eigenes groß. Doch wird das Kind jemals herausfinden, dass es als Säugling entführt wurde? Drittens, alleinerziehender Papa. Erstelle einen Vater und sein Kind. Leider haben die beiden kein Geld und sie leben auf der Straße. Der Vater, der handwerklich sehr begabt ist, baut eines Tages aus gefundenen Holzbrettern ein Baumhaus für die beiden. In diesem Baumhaus werden sie jetzt gemeinsam leben. Aber schafft es der Vater, das Kind in dem Baumhaus großzuziehen, ohne dass das Jugendamt das Kind abholt? Viertens, das Engelchen. Erstelle eine Familie aus zwei Eltern und ihrem Kind. Das Besondere an ihnen, sie haben alle nur negative Merkmale und Bestreben. Sie machen allen in der Nachbarschaft das Leben zur Hölle und klauen alles, was sie finden. Und eines Tages bekommt die Familie Nachwuchs. Doch dieser Nachwuchs ist das absolute Gegenteil von allen anderen. Das Kind ist lieb, zuvorkommend und will nur Gutes tun. Wie wird es diesem Kind in dieser Familie wohl ergehen? Fünftens, der Teufel. Bei dieser Familie ist es das genaue Gegenteil. Alle in der Familie sind sehr nett und zuvorkommend, aber das jüngste Kind ist der Teufel in Person. Seine Familie will nur das Beste für ihn, aber er wehrt sich wirklich mit allen Mitteln dagegen. Er ist immer zu allen gemein, verursacht nur Chaos, hasst jeden in seiner Familie und hat ganz viele Feinde. Wie wird sein Leben dann wohl weitergehen? Sechstens, die Babyarmee. Erstelle einen Sim, der sehr überzeugt ist von sich selbst. Er ist ein verrückter, größenwahnsinniger Wissenschaftler und sehr, sehr eingebildet. Sein nächster Plan? Seine unglaublichen Gene überall verteilen. Wie er das schafft? Er befreundet sich mit allen Frauen im Dorf und überredet sie, ein Wissenschaftsbaby mit ihm zu zeugen. Alles für die Wissenschaft natürlich. Siebtens, Tragödien schweißen zusammen. Erstelle zwei Eltern mit ihren Zwillingen. Die beiden Zwillinge sind aber absolut unterschiedlich und deswegen verstehen sie sich auch nicht. Doch als die beiden zu Teenager werden, versterben plötzlich beide ihre Eltern. Sie verlieren ihr Zuhause und erben gemeinsam 500 Simoleons. Werden sie in dieser Situation jetzt zusammenhalten und sich gemeinsam was aufbauen oder werden sich ihre Wege für immer trennen? Achtens, endlich frei. Dein Sim ist in einer sehr kaputten Familie groß geworden und ihre Eltern haben ihr immer das Gefühl gegeben, dass sie eine große Last ist. Sie haben immer schon nur das Nötigste für sie getan und als Säugling wurde sie fast vom Jugendamt abgeholt. Als Teenager hält es dein Sim nicht mehr aus und sie rennt von zu Hause weg. Sie besitzt nur eine Sache und zwar einen Schlafsack. Sie hat auch kein Geld. Und obwohl sie nichts hat, fühlt sie sich zum ersten Mal richtig frei. Sie schläft nun jede Nacht heimlich im Garten von einer anderen Familie, bis sie eines Tages erwischt wird. Neuntens, Gegensätze ziehen sich an. Erstelle zwei grundverschiedene Sims. Der eine hasst alles, was der andere liebt und umgekehrt. Die beiden leben gemeinsam in einer WG, gehen natürlich auch arbeiten. Doch wegen ihrer unterschiedlichen Interessen streiten sie sehr viel. Eines Tages gehen sie aber zufällig im gleichen Club feiern. Natürlich kommt es auch hier wieder zum Streit, doch dieser Streit wird zur Leidenschaft und aus der Leidenschaft entsteht ein neues Leben. Wie werden die beiden damit jetzt wohl umgehen? Zehntens, die kunterbunte Familie. Erstelle ein Paar, das keine Kinder bekommen kann. Doch eigentlich ist das ihr größter Wunsch. Eines Tages hören sie vom Wissenschaftsbaby und melden sich dafür natürlich direkt an. Und so bekommen sie jede Woche ein neues Kind. Woche 1. Das Wunderkind. Dieses Kind ist sehr schlau und ordentlich. Es will seine Eltern sehr stolz machen und erreicht Großes im Leben. Woche 2. Das schwarze Schaf. Im Gegensatz zum Wunderkind läuft bei diesem Kind alles schief. Es ist schlecht in der Schule, verursacht nur Ärger und hasst seine Eltern. Woche 3. Das jüngste Kind, aka das Lieblingskind. Dieses Kind bekommt alles, was es will und wird von vorne bis hinten verwöhnt. Es ist sogar so verwöhnt, dass es nie von zu Hause ausziehen wird. Du hast die Sims 4 geholt, hast aber keine Ahnung, was du spielen sollst.